Was ich immer mal sagen wollte, ab und zu mal muss man das Design ändern. Heute sind wir pink. So, phänomenal. Ich sehe es ja nicht auf dem Screen, sondern nur ihr. Könnt ihr einfach die Lava rauslaufen lassen, dann wäre das Problem. Ach, ist ja süß, der Kleine. Haben wir ein Problem da unten? Warte mal, ich helfe dir gleich. Ich gehe gleich los. Ah ne, das sind Molotovs, die sollte ich jetzt nie werfen. Sonst lande ich leider unten. Grappling Hook habe ich auch noch nie ausgetestet. Na gut, sind wir mal nicht so. Das ist eigentlich hier 3,7 Minuten. Hält er sich da unten gerade? Ich meine, ich muss es jetzt nicht unbedingt rausfinden, aber... Ah, ich hasse diese Mikrolags. Ich mache es echt ein bisschen unangenehm. Wir sehen uns später nochmal. Was gibt's hier für eine hübsche Waffe? Crank Cannon. 33,6. Tier 4. Und der hat sie nicht einmal einsetzen können, der Arme. Fires Burst of Nasty Sharp Flash Heads. Aha. Inflicts Bleeding. Oh. Okay. Wieso ist das kein Sekundärfall? One-handed! Oh. 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 Gib mich mal mein Schild. In dem Fall wird es noch lustiger, ja. Und dann, wir werden jetzt nicht wieder mit der Lava spielen. Die machen wir ganz regulär fertig da unten. Oder mit Molotov-Cocktails. Ich würde sagen, mit Molotov-Cocktails. Viel Spaß hier. Brennen sollt ihr, ihr dummen Schweine. Ihr schießt mit Seifenblasen. Warum kämpfe ich hier eigentlich aus der Distanz gleich nochmal? Seifenblasen, ich fass es nicht. Seifenblasen, Leute, Seifenblasen. Das sind die Gegner, mit denen ich mich hier abstruggle. Versteht ihr? Das war ein Venom Sample, habe ich sofort erkannt. Das giftig grüne. Ihh! Jetzt wird es aber langsam pervers. Kann ich vergessen, ich habe einen Zerkies im Schild. Das kannst du nur wirklich vergessen, Freundchen. Scheiße, kommt ja nicht mehr in die Lava ran. Oh, gerade so. Jetzt bewege ich mich hier näher, weil sonst macht's Blumen und das Glas und ihr wisst schon. Wie viel Lava haben wir eigentlich? Wir müssten ja schon mal 1000 haben, oder? Ja, fast 2000, sehr gut. Ja, tut mir leid, aber ich habe keine Lust auf die Lava-Welt. Irgendwo habe ich in der Lava-Welt noch einen Transport-Dingsbums gesetzt. High-Tech-Chest, Plasma-Disk ist immer gut. Kann man immer gebrauchen, den ganzen Rotz. Weil wir lustige Menschen sind. Wir haben jetzt mal einen kleinen Spaß. Klappt tatsächlich. Ja, in der Zwischenzeit Inventar sortieren. Level 3 Poison Blast. One-handed, interessiert mich gar nicht. Eine Lead-Gitarre. Oh. Die üblichen Throwing Axes und Zeugs, die wir alle nicht brauchen. Nicht zu nah ran, sonst Double Dash. Ihr wisst, wie das ist. Okay, genug gespielt, weiter geht's. Wie sage ich das immer? Wer sagt denn bei einem Videospiel bitte schön genug gespielt? Wahahaha.
hier schon der Wind. Auch nicht schlecht. Der Endgame-Sound dürfte leise genug sein, dass ihr das auch hört. Ich weiß, Lava abbauen ist für euch wahrscheinlich nicht das Spannendste von der Welt, aber ich brauche das Zeug, weißt du? Ich will das mal so sagen. Es macht schon was her. Schlimmer als die Katze im Schifter. Na gut, wir wollen es ja nicht übertreiben. Blub, do not enter. Ne, ich roll rein, ist klar. Lala, habt ihr mit was anderem gerechnet jetzt an der Stelle? Oh, klar. Türen sehen immer niedlich aus. Wenn mein Raumschiff ausbaut, brauche ich vielleicht sowas. Ach, wir haben genug zum Bauen, ne? Das Lunar Base Zeug kam hoch, das ist ja auch jetzt nicht so unattraktiv. Oh. Du bist ein Nahkämpfer. Wie süß. Was ist das? Korallkrebsseed. Oh. Ah, die haben wir schon. Gab's unter Wasser den Scheiß. Dornenfrüchte, Dornen. Was ist das jetzt? Plus 1400% Sauerstoff. Ja gut, achso, das ist ein Greasing Pack, wollte ich sagen. Nehmen wir alles mit hier. Cool Chemical Shelf. Weil ob das cool ist, weiß ich nicht. Aber es ist bestimmt eiskalt. Ha! You see what I... Okay. Schluss jetzt. Bin nur krumm geblödelt. Wir haben hier noch mehr zu tun. Reiß dich am Remix hin. Diese Welt wird sich nicht von selbst erobern. Und da oben, oberirdisch, ist wahrscheinlich noch mal. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ist mir egal, wir nehmen es mit. Immer noch spannender als die Affenlabore hier. Oh, da oben hört es ja schon auf. Praktisch. Ja, hört auf. Dann. Was geht denn hier ab? Oh. Wir sind am Ende. Ja, das war's für heute. Willkommen bei... Nee, ich will das Zeug haben. Das sind Lampen, ne? Die gibt's gratis. Wie oft gibt's Lampen gratis? Wir haben die Pixel. Das zeige ich mir an, dass ich hier schon mal war. Fantastisch. Ja, 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 ich liebe knappe Sachen. Mini-Röcke und so. Was? Eigentlich nicht. Muss ich mir schlecht vorkommen, wenn ich sage, ich mag keine Mini-Röcke? Ist das jetzt sexistisch oder? Man weiß ja nicht, was manche Leute so manchmal denken. Oh, die fusionieren ja sogar. Oh, ja, danke. Ich brauche echt Double Jump. Das nervt. Vor allem nervt, dass ich mir den hier holen kann, weil diese Tech-Modul mit Dings nicht funktioniert. Warum auch immer. Oh oh. Aber da runter mit euch. Vielleicht aus der Entfernung erschießen. Okay, waren auch nicht ganz so effektiv. Da drüben so meinen kann man noch. Dass wir die nicht gesehen haben. Ja, ich hinterlasse euch eine hübsche Fackel. Das habt ihr doch nie zuvor gesehen, sowas. Feuer. Echtes Feuer. Ich weiß, dass da oben einer ist. Keine Sorge, habe ich mitgekriegt. Ich werde mich auch um den kümmern. Hi! Was ist denn hier für eine komische Kanone? Schießt mit Wolken oder mit Wind oder mit Eis? Auf jeden Fall will ich es haben. Iron Hunting Spear. Das war es bestimmt nicht, was ich wollte. Gehst du da oben rein? Gut. Na jetzt. Drecksvieh. Hat mir meinen Schatz verunteilt. Oh, da geht's noch rein. Das war unsympathisch.
sind sie aber schneller lässt. Ropes, ernsthaft? Ist da was runtergefallen? Nee. Drecksviecher wieder, Eleni. Ich fass es nicht. Da lohnt sich auch gar nicht, überhaupt alles anzugreifen hier. Herrlich mal. Ich werde hier nochmal angreifen. Fass ich nicht. Okay, weiter geht's. Schöne Station. Ich meine, die ist leer. Die gehört jetzt uns, ne? Wir könnten... Helotl. Oh, nee. Warte mal. Helotl sind... Das sind die, wo ich offscreen war, oder? Ich Idiot. Naja, egal. Wie weit drin sind wir denn eigentlich schon wieder? 10 Minuten, ne? Dann werden wir hier den folgenden Beende machen. Hätte ja jetzt gepasst, ne? Yay. Was ist das hier? Cobblestone? Nee, definitiv nicht. Dire Stone. Dry Sand. Oh, den, aus dem können wir auch Silikon gewinnen. Mal her damit. Ich brauche gar nicht so an, wie fein schon. Ja, ja, das haben wir schon mal. Serienmäßig abgebaut, sowas. Ich gehe meinem Gewehr und mein Gewehr mit mir. Drecksvieh. Was ist das für eine komische Savanne hier? Kilimanjaro oder was? Oh, hallo. Ich komme in Frieden und nehme alles, was du besitzt. Finde ich auch. Nice to meet you. Im Himmel, da leuchten die Sterne und ich mache mir ein Glas Bier. Was? Was bist du und warum? Hast du noch einen scheiß Stein? Oh. Alarm in der Affenbasis. Rüber was? Wahrscheinlich unterirdisch. Ist mir egal. Wir gehen weiter. Einfach mal schauen, was es gibt. Neue Technologien, neue Waffen. Ne? Wir haben jetzt eine hübsche. Was ist das eigentlich offiziell? Crank Cannon. Mhm. Shotgun. Rotflinge. Die von mir am meisten bei Mass Effect gehasste Waffe. Warum auch immer. Wirkt nur aus der Nähe und dann ist es schon zu spät. Hm? Ich weiß, unterirdisch würde mehr Sinn machen, aber... Das Ding verbraucht Energie ständig gerade fast. Jetzt wäre ein Helikopter nicht schlecht oder so. Und ja, das gibt es glaube ich sogar bei Flaking Universe. Mit einem Messer habe ich diese wilde Bestie bezähmt. Ja, was schon. So, so, Moment. Ich gucke mal, weil. Oh, seht ihr, hatte ich schon fast vergessen. Ein Modul. Sandstone Chest, auch schön. Aber nicht Learn to Craft. Das ist nicht schön. Unterirdisch geht's hier ab auf dem Planeten, wa? Die Party steigt hier immer unterhalb des Planeten. Kiste? War die hier? Nein, gut. Warte jetzt. Oh. Verdächtig, was gibt's da? Will ich jetzt wissen. Ich bin halt neugierig, wa? Oh, oh. Gut, dass ich neugierig bin. Wir haben eine Siedlung gefunden. Oder nur ein Testlabor, je nachdem. Ist das eine Kiste? Nein, das ist nur ein Stein. Ah, Temple Bricks. Die haben wir doch schon mal gemacht. Was ist denn der Quatsch? Einfach mal drauf setzen, dass die mich eh angreifen wollen. Hey! Du hättest mich treffen können, du wirst du wohl aufpassen. Pumpgun gegen Schrotflinte gegen. Oh, was wird gewinnen?
liebe diesen kleinen. Das ist normales Wasser. Einmal nach links, einmal nach rechts. Wieder ein Tempel. Das wird ja ein einziger Tempel ran, die Hölle. Ja. Mal Lichter an hier. Was ist denn für eine Dunkelkammer? Oh, mit. Können wir mal eine Essenspause einlegen, ne? Können wir ja was kochen? Sieht nicht aus. Dann nehme ich ein paar gekochte Rippen. Die werden nämlich langsam schlecht. Mach mal Licht an hier. Sollen wir in der Schlafenruhe? Unbequem. Sag für Fischel, Alter. Nein, nur mit. Da stehen bleiben. Das ist mir erstmal. Ich bin da jetzt nicht so. Guck mal. Gut, dass ich das Ding habe, ne? Ich glaube, das Inventar ist bald voll. Mit Krempel, oder? Ne, geht noch. Das geht noch. Drauf haben die Viecher eh nichts, also was soll's. Aber wir nehmen trotzdem eine Fackel mit. Ja, diese Legs. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das sieht immer cool aus. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer haben will unbedingt. Lohnt sich überhaupt nicht, ne? Aber haben oder nicht haben? Das ist ja die Frage. Auf den Weg noch ein Schluck Wasser. Bewegt sich, wir nehmen es mit. Problem gelöst. Problem gelöst. Steht doch gar keine Frage. Wir müssen nur darum. Achso. Weiß nicht, ob ich so viele dekorative Tempelbetten brauche, aber. Hey, ich habe ein Quietschentchen. Quietschentchen. Können wir die eigentlich stacken, die Dinger hier? Ja. Gut, können wir. Das wollte ich wissen. Erstmal ein paar Fackeln testen, bevor ich das alles wieder. Du verblutest, Freundchen. Ne? Ist dir schon aufgefallen, oder? Nee, gut, dann nicht. Ja, nicht hören, nirgends fühlen, da 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 da. Bam, daneben. Au! Na, warte. Nachkampf kann ich übrigens auch. Und damit es keine Verwechslung gibt. Dreckstypen. Haben mich angegriffen. Die haben angefangen. Ich hab's genau gesehen. Nur weil ich mal ihren Tempel besuche und ein bisschen was mitnehme, ja? Entschuldigung. Heißt ja nicht, dass es denen gehörte. Müssen sie halt reinschreiben, wenn die nicht wollen, dass jemand was mitnimmt. Das ist doch nicht abzulegen. Der Reihenmafia. Was gibt's da oben? Da hat der Tempel dann auch voller was. Wir gehen trotzdem erstmal hoch. Jesus Christ, ich komme mir so behämmert vor. Ne, wir gehen erstmal runter. Wir gehen erstmal runter. Wir gehen erstmal runter. Erstmal runter. Zack. Na, achso, ein Stein. Kann man noch. Die kommen mit Level zu tun vor. Wieso wieder? Wow. Sind ein bisschen exzessiv, die Dinger.
Also zwischen dir und mir, irgendwann wird es doch mal langweilig, Kumpel. Hab doch mal ein Einsehen, das bringt doch nichts. Oh, das muss blöd sein. Du schläfst in Ruhe auf deinem Altar und schießt dich mal auf den Haufen. Und fragt nicht mal nach, ob du, was ist das für ein gewesen? 48,4. Gut, 0,3 ist natürlich ein bisschen doof. Ungefähr 3, so. Granatenlauncher, auch nicht schlecht. Remington Mountain Plugger. Aber viel zu langsam. Und 200 auch noch. Aber Energy Spray klingt cool. Testen wir bei Gelegenheit mal aus. Und jetzt ist nicht die Gelegenheit dazu. Jetzt bin ich hier in Ruhe durch. Hm. Wenn ich das ausmache, kommt dann eure Gottheit und zerstört mich? Allmächtiger Cthulhu. Sieht nicht so aus. Ich sehe zwar nichts, aber ich kann mich trotzdem lernen. Sieh mal, das macht doch alles keinen Sinn mehr hier. Hört doch auf. Ihr müsst doch wissen, dass das einfach keinen Sinn... Hey, und du bist? Große König Mountain? Ich muss immer neue Blocken drücken, das nervt. Ich wollte jetzt nicht alle Fackeln auf einmal, aber gut. Wenn die bei euch hier schon so rumliegen... Wäre ich, dass ich mich dagegen wehre. Halt, das will ich haben, was auch immer es ist. Und lassen wir Zeit, eine neue Flagge zu setzen. Sapling und ich weiß nicht von was, das ist doof. Das Glowing-Ding will ich jetzt ohne wegwerfen. Obwohl, wir haben ja nur eine Szene. Das brauchen wir schon mal nicht. Dekorativer Vogel. Wer will sowas nicht haben? Gut, ich würde es mir jetzt nicht in die Wohnung stellen wollen, aber das ist ein anderes Thema. Licht an hier in eurer Bude, ist ja fürchterlich. Das sieht ja aus, ja. Könnt ihr mal aufräumen. Das ist nicht sehr gastfreundlich, das Ganze. Cool. Damit wir uns richtig verstehen, die nehme ich auch mit. Was mich in Bedrängnis bringt. Die Stühle brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber die ganzen Locker und so. Cool Table, weiß ich nicht. Ja komm, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Es gibt hier oben nichts. Gibt da nichts, müssen gehen lassen. Auch nur ein Stück davon. So, was haben wir hier? Torch Stands interessieren mich jetzt nicht wirklich. Sandstone Chest, na gut, das Alarm. Ja, den Gong kriegen wir wirklich überall hin. Nee, ist ja nicht. Okay, warte jetzt. Haben wir es hinter uns, müssen wir erstmal aufs Raumschiff gehen, ne? Schade, schade, schade. Es war eine schöne Zeit hier unten. Ich und die Leute. Nette Leute kennen dann, ne? Ihr wisst, wie es ist. Muss ja auch mal sein. Mal Licht an hier, das ist ja fürchterlich. Ja, gut, nicht alle Nachbarn sind nett, aber... Wisst ihr, was ist? Manchmal ist das eben so. Kannst du nichts tun. Ich mag es, wenn die sich niedern. So, das ist eine lustige Anzeige, die wir auch noch haben. Die Fackeln schmeiße ich bestimmt die weg. Setzlinge weiß kein Mensch, jetzt wird's kritisch. Chest haben wir schon Sensen. Die kommt dekorative Chest können wir jetzt neu bauen. Fertig.
Hatte ich nie was zum Thema Gong gesagt? Mach die Fackeln an hier, das ist ja fürchterlich. Schlaft ihr hier alle? Die nehmen wir mit. Passen die Fackeln sind wir drauf? Ja, dann her damit. La 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 la. Ich hätte noch Lava. Ja. Cluex. Das ist euer Cthulhu, oder? Kannst verbluten oder abstechen lassen dich. Such's dir aus. Ich bin da recht offen, was das anbelangt. Ich habe da keine besonderen Favoriten. Oh, und das letzte, was es hier gibt, ist Segenschakram. Mhm. Ja, warum nicht? Thron. So, jetzt haben wir auch wirklich alles hinter uns. Ich denke, genau, das haben wir alle schon. Zack. Auf Nummer sicher gehen, ne? Man weiß ja nie. Ach, was ist denn hier? Da haben wir was übersehen. Das geht doch so nicht. Dann, schön, dass ihr so gastfreundlich wart. Die meisten von euch jedenfalls. Ein paar waren ein bisschen unhöflich, aber okay, das ist. Ich muss das nicht überbewerten. Wir zu Hause? Kannst du ruhig bei euch. Ich hätte ja nicht rechnen, dass jemand da ist. Hier ist der Türsteher heute. Komische Party. Sehr merkwürdig. Das irritiert einen irgendwie. Es sieht schon schön aus hier, ne? Das, also dekorativ kannst du nicht sagen. Tun wir aber. Schild kaputt machen wollte. Das finde ich aber jetzt nicht sympathisch. Das ganze Tempel ist hier ein Sonnengott-Anbetung. Vögel über Vögel über Vögel. Die beten sich selbst an. Stell dich mal vor, ein Mensch würde eine Menschenstatue mit lauter Menschenstatue. Würde man schon ein bisschen merkwürdig finden. Ich habe wieder kein Capture-Bot. Natürlich ein Viecher kleiner. Muffi. Ich hasse Viecher. Was bist du? Hatte ihm die freie Wahl gelassen, ne, damit es hier keine Diskussion gibt. Er hätte friedlich weitergehen können. Er wollte nicht. Nix gut weiter. Wie weit sind wir inzwischen? Ach, 20 Minuten. Jo. Immerhin. Spaß im Tempel hatten wir. Das ist mal sicher. Dann diesen Info. Da passiert auch nichts. Die haben wir doch schon. Ist nicht neu, die schummeln hier. Alles Beschiss. Okay, dich kenne ich neu. Und du siehst ein bisschen aggressiv aus, mein Freund. Aktiven Sorte hier. Lass mich da mal durch, ja. Ich will den Double Jump sowas von. Du lässt mich holen, lass ich dich in Ruhe. Sind wir alle glücklich und zufrieden.
Ruckelt das auf meinen Augen oder ist das der Bildschirm? Wir haben einen Windsturm. Ihr seid cool, oder? Ja. So stelle ich mir meinen Heimatplaneten dann hier vor. Das ist ein bisschen nur Wind den ganzen Tag. Das ist auch immer doof. Käfer können wir einsammeln. Oh Gott. Muss das sein? Der Berg hat Löcher. Finde ich irgendwie merkwürdig. So, sind wir jetzt langsam mal um den ganzen Planeten rum. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe, habe ich gesagt. Drecksviecher. Wir haben zwei hübsche Labore hier. Wir können uns nicht beschweren. Ich habe schon angemessen. Ein paar Sachen. So, YouTube, sieht so aus, als müssten wir uns wieder einen neuen Planeten suchen. Was nicht sehr schwer ist, machen wir nächste Folge. Aber in der Zwischenzeit könnte ich den ganzen Mist ablagern, das muss man ja wirklich nicht sehen. Dauert doch bloß 2 Minuten, im Raumschiff nämlich. Ich muss gar nicht hier so rumdampfen. Blub, blub. Aha. Oder so? Ne. Haha, halt. Floraner-Statuen lasse ich mir doch nicht entgehen. Wer sind wir denn hier für Leute? Ich will den Setzling nicht wegmachen. Ich weiß nicht, wozu er gut ist. Was soll's? Gehen wir einfach mal davon aus, dass es 0815 Setzling ist. Was ist das hier? Kakti-Block. Aha. Stichwort Setzling. Okay, das nehme ich mit, was auch immer es ist. Bitte Plan Fiber. Nee, gut, noch ist egal. Komm, Table weg. Das Schlimme ist, ich weiß ja nicht, was in den Setzling drin ist, also ist das mit dem Mischen immer ein bisschen schwierig. Runter, es gehen tut. Also wird es für mich gleich einen Cappuccino geben. Ein bisschen Sortiererei. Und ihr seht in der nächsten Folge den nächsten Planeten, denke ich. Mit dem wir taufrisch landen werden. Das heißt, die Auswahl zeige ich euch auch noch. Bin ja kein Unmensch. Ich sollte an meine Gesundheit denken, ne? Bevor es jetzt. Das wäre jetzt schon ein bisschen arg übel. Komm, wir haben Luft in der Sonne. Molotow, ja, warum nicht? Ich hasse es. Jetzt schon. Über uns ist die Siedlung. Mein Kumpel, bist du friedlich oder willst du? Du bist friedlich, danke. Eyepatch habe ich schon, danke. Der Nachfrage. Nicht das Spannendste von der Welt, ich weiß. Hey Leute, wie geht's euch? Das stört euch denn immer, oder? Ihr seid nicht so aggressiv drauf, sehr gut. Ich bin großer Freund von eurem Volk. Kürzlich erst wieder bewiesen. Platz im Inventar. Essen wir heute mal etwas Schokolade. Von mir ist auch doppelt und dreifach, wenn es leckt.
Aber egal, das machen wir alles erst in der nächsten Folge. Bis dahin, Xehanort.